Hallo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Darksiders. Und da sind wir wieder. Schattenflug. Aktivieren Sie, kriegt Schattenflug in einer Schattenströmung, um riesige Sprünge zu machen. Okay. Und wie mache ich das? Ah. So. So einfach geht es. Und da sind auch schon die ersten dicken Willis. Ja, dann kommen wir wieder her. So, komm. Oh Mann. Ja, das sollte ich mal wieder ausweichen. Erstmal wieder hier in Darksiders reinfinden. Das braucht natürlich immer wieder seine Zeit, bis man sich wieder da reingefunden hat in das Spielerlebnis. Oh, ich glaube, da platzt gleich, oder? Nee. Ja, bei dem weißen Menü, wann da jetzt mal wieder irgendwie hier platzt. Jo, jetzt platzt er. Das hätte man können sehen. Gebe ich offen zu. Und ich denke, hier muss ich jetzt auch wieder mit dem Schattenflug rüberspringen. Ja. Und dann ist auch schon der erste Untote. Komm her, mein Süßer. Baboom, ja. Zack. Drücken Sie die Feststelltaste, um alle Elemente der grafischen Benutzeroberfläche anzeigen zu lassen. Aha. Okay. So, okay. Und was soll da oben sein? Kann ich das kaputt machen? Nee, ne? Wow. Dann macht jetzt das kleine Viech hier. Komm schon. Und Finishing Move. Bam. Ach, da ist ja das nächste kleine Viech. Zack. Und Finishing Move. Komm her. So einfach geht es. Na jetzt, was ist das hier? Ich denke, Schattenflug aktivieren, oder? Ja. Das ist ja easy going. Das wird einem ja schon immer angezeigt, wann man hier den Schattenflug benutzen muss und wann nicht. Das hätte ich mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt. Krapsen hoch. Da geht's weiter. Oh nein. Kann ich das eigentlich jetzt hier kaputt machen oder nicht? Ja, kann ich. Rüberspringen. Rüberspringen. Hat das jetzt gestimmt? Ist das richtig? Ich hoff's mal. Ja, wird schon stimmen. Wow, nein! Du kleines Scheißviech. Ja, jetzt haut mich einfach das Viech hier runter. Rotzfrech. Drecksack. Ganz ehrlich. Richtig unhöflich. Ja, jetzt komm her. Ne? Bam. Krieg, warum möchtest du mir hier rüber? Krabbel doch einfach hier weiter. Geh doch auch so. Hm, oder auch nicht. An irgendeiner Stelle wolle Krieg immer rüberspringen. Ah ja, okay. Tut mir leid, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Auch mal gut zu wissen, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Denn bis gerade eben wusste ich das gar nicht. Können die Typen mir ja vielleicht auch mal sagen. Ich meine, ich kann ja, ich habe ja keine Augen auf dem Rücken, ne? Ich kann ja nicht sehen, dass ich dann irgendwie nach da hinten springen muss. Weg. Okay, nach da hinten muss ich. Warum möchten da eigentlich jetzt immer schon dahin springen? Machen wir's halt. War eng. Mann, 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 das war eng, Krieg. Ich hätte auch können einfach hier an der Decke entlang gehen. Oder mich entlang hangeln, ja. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Was ist das für ein Teil? Keine Ahnung. Ich tröte jetzt einfach mal, aber bringt, tut das, glaube ich, nichts. Keine Ahnung, was das da ist. Wahrscheinlich einfach nur Deko. Irgendwie sowas. Ach, und hier mal wieder so kleine Scheißviecher da. Kommt her. Finishing Move Time. Zack. Schön in der Mitte zerkleinert. Und Kopf ab. Und hier einfach mal gekonnt den Schattenflug eingesetzt.
den Schattenflug. Ja, und da einfach hochspringen, ne? Selbsterklärend. Würgeacker. Tja, das klingt sehr geheimnisvoll. Eine Fledermaus. Komm her. Ja, da fliegt sie nimmer, ne? Da fliegst du nimmer. Ja, kommst du auch hier mal. Kann ich den töten? Nee, ne? Nee. Der ist einfach nur. Der fliegt einfach nur so in der Luft rum. Was ist das hier? Vulkrim-Position. Eine neue Vulkrim-Position wurde der Chronik hinzugefügt. Okay, eine Vulkrim-Position. Vulkrim. Alte Wichsmale, was machst du hier? Er hat dich in einem Stück gehen lassen. Er mag dich wohl. Anscheinend schon, Vulkrim. Jetzt, was gibt's Neues? Auf deiner Reise wirst du in den Besitz bestimmter Gegenstände kommen, die für mich besonders interessant sind. Artefakte der Legion der Gefallenen. Wenn du Legionsartefakte findest, dann bring sie mir. Ich werde dich dafür entschädigen. Aha, okay. Ja, nett. Das ist ja nett vom Vulkrim. Aber ich glaube, wir haben noch gar nicht genug. Nee, so eine Sense wäre auch was Schickes, ne? Die massive, gebogene Klinge der Sense eignet sich für große Schwünge, die mehrere Feinde auf einmal vernichtet. Das klingt geil. Und ansonsten gibt es hier neue Attacken, so wie es aussieht. Dämonenschnalle, linke Umschalttaste, plus S, plus linke Taste, eieiei. Ja, Leute, ihr seid aber lustig heute. Okay, sieht ja nicht schlecht aus. Aber tut mir leid, Vulkrim, da fehlt noch ein bisschen was. Na, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ein Grab. Und ein Zombie. Haha. Der Zombie darf natürlich nie fehlen. Überall gibt es Zombies. Aber mir macht das ehrlich gesagt nichts aus. Ich mag Zombie-Filme und generell auch Zombies. Boom. Und besonders natürlich, wenn sie richtig tot sind. Also nicht untot-tot, sondern tot-tot. Bam. Jetzt. Da liegt er. Und ihr könnt mir auch ruhig ein bisschen Leben geben, ne? Das fehlt mir nämlich gerade noch. Ja, komm. Irgendwie haben die Typen gar nichts drauf hier. Also, der Schwierigkeitsgrad ist auf normal. Und ich habe gehört, dass schon auf normal Darksiders eigentlich schon relativ schwierig sein soll, aber momentan merke ich davon noch nichts. Komm, weg mit dir. Bam. So. Schnitzeln was weg. Kenne ich nichts. Oh, da hinten ist mal wieder ein Platzer. Ein Explodierer. Bam. Stürmen wir hin. Stürmen wir weg. Hauen wir drauf. Stürmen wir weg. Hauen wir drauf. Stürmen wir weg. Immer das gleiche Spiel mit dem. Die Typen kann man verarschen wie nichts. Stürmen wir weg. Hauen wir drauf. Stürmen wir weg. Das ist. Ja, ne? Wann platzt er? Jetzt platzt er. Da ist er geplatzt. Und, da wir noch ein bisschen Leben brauchen, öffnen wir die Truhe und nehmen das einfach mal. Dann, was macht ihr alle hier? Ihr ringelt mich und anfassen oder was? Weg hier. Du auch. Und wo müssen wir jetzt lang? Ich sehe gerade auf der Minimap ist hier so ein. Was ist denn hier los? Ja, das gefällt mir aber nicht, dass du ja einfach aus dem Boden rauskommst. Ich meine, wenn du aus Gräbern rauskommst, ist das in Ordnung, aber so haben wir nicht gewettet. Hier auf der Minimap sehe ich gerade einen gelben. Einen gelben Punkt oder was da auch immer sein soll. Ich gehe da jetzt einfach mal hin. Ich hoffe mal zumindest, dass das richtig ist. Ja, wird schon stimmen. Ich drücke mal E, also ich hole mal unser Rohr raus. Oder funktioniert das nicht? Doch, hat geklappt. Ich bin wegen des Zerstörers hier. Mein Bruder sprach von deiner Ankunft.
Aber ein mächtiger Fluch hält mich fest. Ich kann dir nicht helfen. Jeder Fluch kann gebrochen werden. Ja, vielleicht. Diese Diener des Zerstörers laufen ungesehen im Reich der Schatten. Durch ihr Blut sind wir gebunden. Durch ihr Blut werden wir frei sein. Ich kann mich nicht mehr im Schattenreich bewegen. Ein Großteil meiner Kraft hat mich verlassen. Du brauchst es nicht zu betreten. Ich werde dir die Macht gewähren, für eine Weile in das verfluchte Reich zu blicken. Zu welchem Zweck? Welche Hoffnung haben wir jetzt noch gegen die üble Zauberei des Zerstörers? Hoffnung wird euch keine Freiheit bringen. Ja. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ja, denke ich auch mal. Und ich wollte schon fast gerade hier unseren Fuzzi töten. Na, das wäre bitterbös geworden. Da hätten wir dann sicherlich Ärger bekommen. Vermute ich einfach mal, aber naja. Ja, was ist das hier? E-Aktion. Da sind wir drin, im Schattengrab. Oh, jetzt wird's aber hier geheimnisvoll. Luftprügelei. Halten Sie linke Umschalttaste gedrückt, um sich auf Gegner zu konzentrieren. Das weiß ich schon. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, damit Krieg seine Feinde in die Luft befördert. Weiß ich auch schon. Drücken Sie wiederholt linke Maustaste, um Feinde in der Luft mit einer Kombination anzugreifen. Ja, das weiß ich ja auch schon. Besiegen Sie 5 Feinde innerhalb der vorgehenden Zeit mit Luftangriffskombinationen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Dankeschön. Und da ist schon das erste Opfer. Jo. Kumpel, du tust mir so leid. Boom. Nee, ist auch keine. Ach verdammt, jetzt habe ich den gerade nicht in der Luft hier getötet. Jetzt, Settle. Nummer 1 ist down, Nummer 2 folgt zugleich. So. So, jetzt komm schon. Ja, Leute, ich habe nur noch gerade hier in der Luft getötet. Was soll denn das? So, Xing Shang Zhong. Ja, ist klar. Ich meine, ich töte hier doch den Typ gerade in der Luft. So, jetzt Xing Shang Zhong Stein. Kann mir mal bitte einer sagen, warum gerade diese Kills hier nicht zählen? Soll ich hier etwa meinen Finishing Move machen, immer dann mit denen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach mal meinen Finishing Move, wenn ich es kann. Der zählt auch nicht. Jetzt können wir doch nicht erzählen, dass ich den hier gerade nicht in der Luft töte, ja. Jetzt wird doch hier mal ein Schuh raus. Und wieder in die Luft und schnetzeln und Propherzen hier. Und zack, 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 zack. Und der nächste. Und wieder in die Luft und abknallen. Ja gut, okay, was heißt abknallen, ne? Ihr wisst ja schon, wie ich es meine. Und jetzt aber. 5 von 5. Jetzt habe ich es dann zum Schluss doch noch hinbekommen. Und großzügig. Wir haben ziemlich viele Seelen bekommen. Nicht schlecht. Bevor wir aber hier reingehen. Ausgezeichnet. Ja, das ist. Natürlich ist das ausgezeichnet. Aber ich möchte hier mal zur Truhe hin. Weg mit dem Auge hier. Lass mich durch. So, Truhe Nummer 1. Und Ruhe Nummer 2. Und sonst gibt es hier ja, glaube ich, nichts mehr, oder? Außer ein Auge. Was ist das? Ja, anscheinend nichts Besonderes.
Ja, dann mal wieder raus hier. Das war ja easy going. Ab zum nächsten Schattengrab. Und ich denke, das ist jetzt so ein kleines Tutorial, wie man die ganzen Waffen, Tricks und so weiter richtig ausführt. Und finde ich nicht mal schlecht. Dann kann man so auch mal ein paar neue Moves und so weiter lernen und weiß auch, wie die ganzen gehen. Das habe ich ja in God of War 3 vermisst, denn das war ja mein erstes God of War oder mein erster Titel der God of War Reihe und da wurde das überhaupt nicht erklärt, wie die ganzen Moves alle gehen. Finde ich gut, dass das hier in Darksiders gemacht wird. Ja, das Spielchen kennen wir ja jetzt schon. Was ist diesmal an der Reihe? Welche Lektion? Das blutige Ende klingt schon mal geil. Kleine und schwache Feinde können jederzeit sofort getötet werden. Größere Gegner müssen erst gelähmt werden, bevor sie erschlagen werden können, und töten sie einen kleinen oder gelähmten Gegner mit E. Ja, das kenne ich auch schon. Töten sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde, wobei sie nur Kriegs-Soforttötungsangriffe nutzen. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Gut, das bedeutet einfach die Gegner packen und rumschleudern. Das kennen wir ja schon. Das haben wir schon zu Genüge gemacht. Und sollte jetzt auch ruckzuck von der Bühne gehen. So, jetzt komm mal her, ja. Komm mal her. Kommst du jetzt her, hier? Oh. Ne? Geht doch. Ja, Leute, lasst mich doch mal hier den Fuzzi packen. Und E drücken. Zack, aufgespießt. Nummer 2 bitte. Dazu muss ich mal erst hier in die Luft rein. Ja, pack den doch hier. So, da hat er ihn gepackt. Und schön reingestochen. Ja, meine lieben kleinen Fledermäuse. Ich würde mal sagen, blutiges Ende ist wirklich ein passender Name für das ganze Spektakel. Und da kommt gleich noch der nächste, komm. Und da hangelt er sich schön an die Fledermaus an. Von der einen zur anderen. Und zur nächsten. Bam. Ja, kommt schon. Leute, darf ich euch bitte mal packen? Wer mir lieb. Achso, die muss ich erst nehmen. Stimmt ja. Ja. Wenn ich hier ran durfte, wäre es nicht schlecht. Lasst mich euch mal nehmen. Ach, kommt schon. Jetzt sei doch nicht so Spielverderber. Hier, sonst gibt es gar nicht mal sowas. Wo sind wir denn? Boom. So. Nächster bitte. Zack. Mit der Faust rein. Hier geht aber auch noch down hier. Und bitte ein Finishing Move. Danke. Jetzt muss ich aber erst noch ein bisschen weggehen. Weil, naja, die Feinde sind sonst ein bisschen aggro drauf hier. Die Fledermaus können wir ja so nehmen. Ja, jetzt kommen hier aber schon, jetzt kommen hier schon mehr Feinde, ne? Jetzt wollen sie es wissen. Komm, Fledermaus. Komm, Fledi. Fledi, komm schon. Danke. So, meine Lieben. Der Krieg ist wieder hier auf dem Boden. Das läuft doch. Wann kann ich denn hier wieder einen Finishing-Move machen, ja? Ich meine, so viel können die doch jetzt auch nicht hier aushalten, oder? Ja, Leute, kommt schon. Kommt, 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 kommt. Was soll denn das? Ich möchte doch nur einen Finishing-Move, so wie bei dem hier. Boom. Weg ist er. Da kommt der Nächste. Zack. Und der Nächste. Und da noch einer. Zack. Und da noch einer. Boom. Und jetzt haben wir es ja dann auch bald, ne? So lange braucht das Ganze immer noch. 10 Kills. Und wir haben es. So, die Fledermaus noch. Wow, 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 wow. Da hinten kommt was Dickes. Scheiße, kommt da hinten was Dickes. Ah, die Fledermaus noch. Und jetzt düse ich erstmal hier weg. Und lasst mich weg hier. Lasst mich doch wieder weg. Hammer. Der Typ tötet seine eigenen Männer. Und jetzt bin ich down, oder was? Ja, ich bin down. Am letzten Streckenpunkt neu starten, natürlich.
Ja, jetzt fordern sie einen schon heraus. Bürgeracker. Ja, jetzt muss ich die ganze Scheiße hier nochmal neu machen. Dann schnell aber. Dann aber schnell. Da sind wir wieder. Und das ganze Spielchen kennen wir. Jetzt blutiges Ende. Können wir gleich damit anfangen. Jetzt geht natürlich hier wieder das Tor zu. Wir kennen es. Okay, das blutige Ende. Kann gleich mal losgehen. Und zuerst kommen natürlich wieder die Fledis, die Fledermäuse. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. So, die nächste. Also am Anfang ist das ja noch relativ simpel alles, relativ einfach. Und das sind also alles momentan kostenlose Kills, wenn man so möchte. Dann später wird es aber noch richtig schwierig. Und hoffentlich wird es diesmal besser. Ja? Jetzt werde ich nämlich hier gleich mal ein bisschen stärker auf die Feinde hier eingehen. Und werde die alle jetzt mal gleichermaßen downkloppen. So. Und bei dem gebe ich mir richtig viel Mühe. So, meine Lieben. Kommt her, kommt, komm, komm, komm. Jetzt haue ich sie alle nämlich auf den Boden. Noch der. Bei dem mache ich einen Finishing Move. Nummer 1. Bei dem auch. Und bei dem natürlich auch. Und weiter geht's mit dem hier. Und mit dem. Und jetzt, jetzt läuft's doch, ja. Jetzt wird Samba getanzt. Und ich führe euch. Zack. Und zack. Da hangel ich mich ran. Und kommt schon. Da gibt es einen Finishing Move. Da hangel ich mich auch wieder ran. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so eine tolle Idee ist, wenn ich jetzt die ganzen Fledermäuse zuerst töte und danach noch die ganzen Viecher auf dem Boden hier rumstehen. Denn, ich weiß nicht. Hier auf dem Boden machen wir natürlich schon mehr Sorgen. Und wenn nachher wieder der dicke Willi auftaucht, möchte ich nicht so viele Leute auf dem Boden haben, sondern lieber dann noch ein paar Fledermäuse in der Luft. Aber man kann nicht alles haben. Hier habe ich jetzt aber noch einen kleinen Finishing für euch, der irgendwie nicht getroffen hat. Keine Ahnung, warum nicht. Wahrscheinlich war ich da ein bisschen zu weit weg. Und jetzt aber hier ganz schnell machen. Ganz schnell. Finishing Move Nummer 1. Finishing Move Nummer 2. Und ich finde es geil, dass jedes Mal, wenn man einen Finishing Move macht, dass die Gegner dann auch schön warten, bis man mit dem Finishing Move fertig ist. Kommt hier wieder alle her. Ui, der Dicke möchte es wissen hier. Der ist heute echt aggro drauf. Der tötet sogar seine eigenen Leute. Die muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich echt mal im Kopf vorstellen. Ja, geil. Irgendwie töte halt deine eigenen, ne? Du Vollpfosten. Die Fledermaus wird so schön genommen. Und komm, mach schon. Wow, jetzt sind es zwei dicke Willis. Das ist aber lieb, Leute. Nicht alle auf einmal, ne? Ich hab doch Zeit. Wir können über alles reden. Ihr wisst doch, wie das so ist. Da kann ich bei einem aber noch einen Special Move machen. Und jetzt noch einer. Boom, ja. 30 Stück. Sterbt bitte alle, denn ich habe diese Mission erfüllt. Auftrag zu Ende. War das wirklich so schwierig? Ich glaube nicht. Also, das war unterhaltsam. Finde ich auch. Können wir das noch einmal machen? Ja, lieben German, ich bin doch zum Schnetzeln geboren. Und bitte Auge, lass mich mal durch. Dankeschön. Gesundheit nehmen wir, das brauchen wir nämlich jetzt. Und die Grüne nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir wieder raus hier. Haben wir doch eigentlich relativ schnell über die Bühne gebracht. Ein Tod muss immer drin sein, das ist erlaubt. Und ich würde sagen, hier, bevor wir jetzt aber mit den zwei weiteren Schattengräbern hier weitermachen, gibt es ja einen Schnitt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.